Nein, keine Ahnung. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight. Ich hab. Warum ist das hier so grün? Aha. Wie komme ich jetzt. Ach so, ich kann jetzt wahrscheinlich auch die Dinger benutzen, ne? Ja! So mache ich auch Türen auf. Ich schlag sie einfach ein. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Schisser Stack. Guten Abend, Schisser Stack? Sir, das kann ich richtig wegen sagen. Der Identität des sogenannten Arkham Knight. Was hast du gefunden? Gar nichts, Sir. Keiner der ehemaligen Insassen von Arkham City, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, entspricht dem Profil. Erweitere die Suche. Als der Joker die Anstalt übernommen hat, sind Dutzende geflohen. Suche nach jungen Männern mit Militärerfahrung. Download der Daten läuft, Sir. Nicht Militärerfahrung. Ich glaube eher, das ist jemand aus deinem Umkreis. Aber ich kenne die Batman-Story halt nicht gut genug. Also eigentlich gar nicht. Ein paar Filme habe ich mal gesehen, aber das war's dann auch schon. Komme ich hier. Lepode? Lepide? Keine Ahnung, was Lepide ist. Was? Was zum Teufel hast du mit mir gemacht? Dir geholfen, Idiot! Jeder, der dich jetzt anfasst, kriegt 1000 Volt ab. Die Kampfanzüge der Miliz können kurzzeitig unter Strom gesetzt werden. Ich kann sie nicht schlagen, wenn sie in diesem Zustand sind. Na, ist ja. Die Verbindung zur Neigungssteuerung des Flugschiffs ist abgebrochen. Schade, ich hätte die gerne mal alle umgekickt. Müsste nicht im Prinzip der Unterbrecher das drauf haben? Verbesserung benötigt. Was haben wir denn? Es gibt ja einfach viel zu viele Tasten. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Wayne, aber ich kann ein weiteres Upgrade für den Wagen vorbereiten. Was darf es sein? Oh. EMP. Der Nah. Moment. Der Nahbereich EMP wird alle Fahrzeuge und Raketen in der Nähe lahmlegen. Sehr nützlich, wenn sie in die Enge getrieben werden. Exzellente Wahl, Sir. Nichts ist besser als ein Nahbereich EMP, um sich etwas Luft zu verschaffen. Keine Sorge, das Batmobil ist immun. Ja, wäre ein bisschen dumm, wenn ich. Das funktioniert nicht. Ich bin nicht länger mit der Neigungssteuerung ver. Ja, bleib mal cool, Junge. Habe ich das Ding nicht vorhin schon gehackt? Ja, Nuklearsäuren.
Na? Oder Nukleinsäure. Ja, Nuklearsäuren habe ich eigentlich auch noch nie gehört. Na, das wird lustig. Wow. Das war... Puh. Oh ja. Rausgekickt hätte, ne? Ich sag dir, Batman ist so ein Heuchler. Ey, ernsthaft jetzt? So, was gibt's denn hier Schönes? Die Wand einer. Ach, darf ich meine Tür wieder so normal benutzen? Gentlemen, aufgepasst! Unser ehemaliger Freund Mr. Stagg versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Wir müssen das nun selbst erledigen. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen, und ich brauche noch mehr Leute, die sie schützen. Enttäuscht mich nicht. So, aber wo brauche ich diesen Stabilisator? Ich muss ja das aufbekommen irgendwie. Das klang nicht so gut. Hat irgendwas kaputt gemacht? Schlaue Sache. Ach so, ich kann die auch noch markieren. Das ist ja auch cool. Ne, vergiss es. Träumen weiter, machen Abflug. Die machen wir. Wir gucken mal, ob wir ein paar von den. Nutzer-ID. Stagg Simon, 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm.
und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Racheakt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Stack Simon, 3. September. Als Dr. Crane zu mir kam, glaubte ich, er hätte endlich den Wert seiner enormen Chemiekenntnisse erkannt. Doch nein, immer noch Scarecrow, durch und durch. Er erfindet eine Formel, die Depressionen heilen oder eine Armee untereinander aufbringen könnte. Und er nutzt sie, um Leute zu erschrecken. Na gut, Dr. Crane. Ich arbeite weiter an Ihrem Clockwork. Aber ich arbeite auch weiter an Ihrem Toxin. Ich werde ihm zeigen, dass hier Geld zu verdienen ist. Egal wie. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Stack Simon, 20. September. Bitte! Es soll aufhören! Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause! Ich will nur nach Hause! Der Cloudburst funktioniert perfekt. Auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Ich muss erst seine Formel vervollkommnen. Auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Stack Simon, 2. Oktober. Patient Nummer 4, 2 Wochen nach dem Kontakt. Wie geht's uns heute, Daniel? Daniel, würden Sie gern nach Hause? Leichte Panik, dauerhafter Schaden, das reicht nicht. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Jack Simon, 14. Oktober. Endlich Ergebnisse. Genau genommen mussten wir den Patienten fixieren. Nicht wahr, Mr. Huxley? Euch alle! Wie kommt man denn da ran? Angsttoxin kann gefährlich sein für Sie und Ihre Nächsten. Zu langer Kontakt mit Angsttoxin kann Phasen mit extremen psychologischen Traumata hervorrufen. Ich sage dir, Bats, Sie lassen das Zeug echt immer besser und besser klingen. Ich bin echt Fan vom Joker. Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Der arme Alfred, der muss ja nur noch arbeiten. Lasst mich gehen, ich habe jede Menge Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht! Ich habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn.
erst aufladen und wir dürfen Batman nicht zum Boss kommen lassen. Wenn ihr bei einer von den beiden Aufgaben versagt, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass ihr zusammen mit Snake Gas schnüffeln werdet. Verstanden? Was machen diese Energiezellen überhaupt? Sie laden den Cloud Burst auf. Ja, aber warum? Was macht er? Warte auf, mein Freund. Das Ding mit Ace war ein Reinfall, aber Scarecrow hat einen verdammt guten Plan B. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloud Burst fast aufgeladen. Versorgt mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Was macht Scarecrow da drin? Kalibriert den Cloud Burst. Der Typ ist echt unheimlich. Lasst uns das Ding aufladen. Mit Freeze-Schuss, okay. Ja, sowas habe ich doch bestimmt erst viel später. Bitte. Nein! Lass mich raus! Nicht das Gas! Noch schneller! Ja, normale Menschen springen da runter. Fürchtet ihr euch vor dem, was passiert, wenn der Cloud Burst aufgeladen ist? Das müsst ihr nicht. Ich garantiere für eure Sicherheit. Ihr solltet euch vor den Folgen fürchten, falls ihr bei der Aufladung versagt. Verdammt, das hält schwer. Warum die Musik? Ich wurde nicht entdeckt. Ich habe gesehen, was es mit den Testprobanden gemacht hat. Ja, das hätte ich schon dutzende von diesen Dingen gestellt. Oh, die wollen Mr. Freeze. Ja, alle. Roger. Hier. Verstanden. Wenn der so heißt. Ich kenne ihn nur als Mr. Freeze. Wo sind die anderen? Sie haben sich zuletzt von den Antriebskammern gemeldet. Durchsuch das Gebiet! Kinderspiel. Er ist weg! Seht euch nach Verletzten um! Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn! Tummeln nur die Bodengitter? Guter Plan! Hier ist meiner! Batman ist unter dem Boden! Zerstört die Gitter und scheucht ihn da raus! Gentlemen, Batman ist hier. Zeigen wir ihm, was wir gelernt haben.
Zwei Teams? Kumpel, ich glaube, du hast da irgendwie ein bisschen was übersehen. Nur noch einer übrig, Batman. Hör mit dem Spielchen auf und hol ihn dir. Ich hab noch viel mehr. Der Cloudburst wird mir für meine ultimative Rache dienen. Falls ihr bei den Vorbereitungen versagt, werdet ihr das Ziel dieser Rache werden. Irgendwie kriege ich den nicht platt. Was kann man denn gegen den machen? Oh, eine Sache. Zeigt mir Tapferkeit, keine Furcht! Ich kann eine so große Waffe nicht überladen. Die Explosion würde den Schützen töten. Was soll ich denn dann machen? Ja, geht so doch, oder? Ja, dann sind hier überhaupt keine richtigen Gegner. Scarecrow, meine Männer melden sich nicht mehr. Das kann nur eins bedeuten. Uns geht die Zeit aus. Sind wir bereit? Noch nicht. Der Cloudburst muss weiter aufgeladen werden. Das müssen wir woanders machen. Evakuierung vorbereiten. Du musst mich hier rausholen. Die sind wahnsinnig. Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Dag. Eine. Ich... Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Das ist doch ein Gitter. Wieso sollte das Toxin nicht rausgehen? Nein, nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren! Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut. Sie kriechen auf meinem Gesicht rum. Ich sollte dich deinen Albträumen überlassen. Der hat gerade mit so einem Greifhaken in seine Brust gestochen. Das ist nicht gut. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Zwei. Näher, nur näher. Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da, mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie's? So ein Pechpads! Ich glaube, egal welchen ich gewählt hätte, es wäre der falsche gewesen, ne? Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du?
Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbar. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Was? Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Diese Brutalität. Los jetzt, erledige ihn! Sieh ihn dir an. Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Du musst etwas tun. Du musst ihn aufhalten. Gut. Batman hat überhaupt keine Knarre. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes? Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich, keiner weiß, was er ihr antun wird. Ja, das weiß ich auch nicht. Also, ja, ich weiß gar nicht, was machen wir in der nächsten Folge. Die Story weiter... Oder geht das hier vielleicht? Ich kann die Fledermaus-Kreatur verfolgen, indem ich auf ihre spezielle Echo-Ortungssignatur achte. Sie muss aufgehalten werden. Ja, achten... Oh, da, das geht wieder. Wir haben einen Panzerwagen geortet, Sir. Die Lieutenants der Miliz haben die Schutzmaßnahmen verstärkt. Das wird nicht einfach. Ja, ist ja gut. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.